Oh, Leute, gerade eben hat Star Stable einen Teaser rausgebracht, in dem sie selber die neue Pferderasse geteasert haben. Und zwar handelt es sich bei der neuen Pferderasse um den Trakehner. Ich selber wollte sie ja noch nicht erwähnen, weil ich nicht immer schon alle vorher spoilern wollte und verhindern wollte, dass, ja, die Leute, die das schon wissen, die nächsten spoilern und so weiter. Und ich habe ehrlich gesagt erst in ungefähr 2, 3 Wochen mit einer neuen Rasse gerechnet, weil es ja zuletzt immer recht lange gedauert hatte, zwischen den Farben und Rassen und so weiter. Aber Star Stable hat bestätigt, sie kommen raus am 22.08.2018, also schon nächsten Mittwoch. Okay, ich blende euch einfach mal den Teaser ein. Erstmal ohne Kommentare von mir. Erstmal der Teaser. Und Star Stable hat dann selber schon mal die ersten 2 Farben gezeigt, die rauskommen werden. Dabei handelt es sich um einen braunen mit so einer schmalen Blässe und einem weißen Hinterbein und einen Rapschhecken. Einen schönen Rapschhecken, auch mit einer kleinen Blässe. Ich gucke den Teaser jetzt nochmal an und sag mal ein bisschen was dazu. Ja, hier sieht man erstmal, wie das Pferd im Schritt geführt wird. Hier sieht man den braunen ganz gut. Er hat ein einziges, etwas höheres, weißes Bein. Und ansonsten ist er soweit einfarbig braun. Sieht jetzt von der Textur her, sagen wir mal, nicht ganz so detailliert aus. Das meine ich jetzt nicht schlecht, aber es gibt ja auch welche, wo man die Fellstrukturen erkennt und so weiter. Hier sieht man den Schwarz-Weiß-Schecken, also diesen Rapschecken. Gefällt mir so spontan ganz gut von der Farbe her. Ich mag Schecken ja sowieso sehr gerne. Hat auch einen zweifarbigen Schweif. Ja, der Kopf wird dunkel. Die Scheckung ist relativ wenig, zumindest von der Seite. Hier unterm Sattel scheint eine Scheckung, also ein Fleck zu sein. Vorne auf der Brust. Mach ich mal weiter. Sieht man schon mal den Galopp, das Streicheln. Hier die Beine nochmal in der Box. Da sieht man so ein bisschen das Kopfabzeichen von den Rapschecken. Also auch eine schmale Blässe. Hier ist der braune. Also auf jeden Fall haben sie einen schönen, edlen Kopf, finde ich. Hier auch nochmal der Schecke. Der erinnert mich ein bisschen von der Scheckung her an dieses eine alte Modell. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welcher Rasse das war. Ihr wisst sicher, welches ich meine. Das ist so ein älteres Pferdemodell. Hat eine ganz ähnliche Färbung wie dieses und hat, glaube ich, sogar blaue Augen. An den erinnert es mich ein bisschen. Aber ist eine schöne Scheckung. Hat recht viel Weißanteil, aber doch gefällt mir gut. Ich mache nochmal weiter. Hier sieht man so ein bisschen die Bewegung im Stand. Den leichten, also den langsamen Galopp. Hier der Jagdgalopp. Der Jagdgalopp gefällt mir auf jeden Fall sehr gut von dem, was ich hier sehe. Also er hat ordentlich Schwung. Holt richtig schön aus. Da sieht man richtig, dass da Tempo hinter ist, finde ich. Ich mache nochmal. Doch, finde ich, sieht auf jeden Fall schön aus, wie er da ausholt. Doch, sieht toll aus. Der Sprung sieht so ein bisschen aus wie beim Connemara. Das Steigen. Ja, das Steigen war jetzt nicht übermäßig wild. So, sieht aber ganz schön aus insgesamt, finde ich, das Pferd. Den Trab hat man jetzt nicht gesehen. Den kann ich jetzt nicht einschätzen. Der leichte Galopp erinnert mich auch an den von dem Connemara. Da haben sie wahrscheinlich auch wieder den gleichen genommen. Sonst sind sie doch ganz schön ausgearbeitet. Das Fell hätte vielleicht noch leicht mehr Struktur haben können. Aber doch, mir gefallen sie gut. Mir gefällt vor allem der Kopf irgendwie. Aber was mir gerade auffällt, ist, dass der Schopf nicht mitschwingt. Seht ihr ja auch bei dem schnelleren Galopp. Der Schopf bewegt sich gar nicht mit. Nee, auch die Mähne schwingt nicht mit. Gut, es ist eine kurze Mähne, aber trotzdem hätte der Schopf ein bisschen mitschwingen können. Nee, aber gefällt mir echt gut. Also von dem, was man jetzt sieht, sieht auf jeden Fall schön aus. Hat schöne Gangarten, also gut, viele wiederholen sich natürlich. Ich weiß gar nicht, ob der Jagdgalopp sich auch wiederholt oder ob das ein anderer ist. Der kommt mir jetzt in dem Moment nicht bekannt vor.
Aber doch, gefällt mir echt gut. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Trakehner haltet. Wie gefallen euch die beiden Farben, die sie bis jetzt gezeigt haben? Und was sagt ihr zu den Gangarten? Habt ihr euch einen Trakehner gewünscht und habt ihr euch ihn so vorgestellt? Also, ich muss sagen, am besten gefällt mir der Kopf. Er sieht irgendwie edel aus. Egal. Gut, das war's erstmal dazu. Also am 22.08. kommen sie raus, nächsten Mittwoch. Zwei Farben kennen wir ja, mal sehen, was die dritte wird. Bin auf jeden Fall schon gespannt drauf. Und mal sehen, wo sie denn stehen. Ob sie denn wirklich zum Silbergate Landgut kommen, also zum Weingut. Oder ob sie vielleicht auch in Golden Hills stehen oder... Mal sehen, also da es eine neue Rasse ist, wird ja bestimmt einer, oder sagen wir mal definitiv einer, nach Fort Pinter kommen. Es war ja immer so bei neuen Rassen, dass es eine Farbe des Modells in Fort Pinter gibt, ab Level 1, damit sich alle diese Rasse auch holen können. Und die anderen beiden, dann mal sehen, wo die hinkommen. Nun gut, das war es aber schon zu meiner Teaser-Bewertung. Viel mehr kann ich ja gar nicht dazu sagen. Ich selber wusste ja schon, welche Rasse kommt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr damit gerechnet habt oder eher nicht. Gut, manche wussten es inzwischen auch schon. Aber trotzdem bin ich gespannt über eure Meinungen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!